nur Rost. Aha. Rost? Keine Reste dabei. Aha. Also sagen wir so Stahlnatur, ne? Wenn man nichts tut. So, und was ist jetzt? Das sind Alu-Reifen, oder was? Was? Das sind alte KW-Reifen, oder was? Oh nee. Das ist Isomatte, wovon ich den Rest von der Breite hatte, habe ich schräg geschnitten und drauf geklebt, damit hier. Wie geht die Lenkung? Ach so. Ja, die Lenkung wie geht die Lenkung jetzt? Wie lenkt man? Mit Verdrehen der Kette halt. Ach, das macht nichts. Ja, das so ist nicht schlimm. Auch, ja. Das ist pragmatisch, aber ist nicht schlimm. Okay. So, jetzt will ich noch ein bisschen rumschocken. Das ist ein Faltliegerad. Ach, wie so ein Brompton, ne? Weiter viel kleiner Tüte drum schaffen, freut sich. Wirklich? Ja. Das heißt, man kann es im Zug ohne Gebühr. Ja. Ja. Das macht mich frei und glücklich. Ja. Seit 14 Jahren. Ja, seit 14 Jahren mit diesem. Habe ich 97 gebaut, als es in Deutschland das erste Faltradforum gab in Bamberg. Da war es noch ganz frisch und noch nicht verrostet, sondern nur nicht behandelt. Ach, das kann man ja Pulver beschichten. Das ist für die zweite Gepäckflasche. Auf der anderen Seite? Ist keine. Na, sagen wir so, die zweite ist hier. Tja, ein also Eigenbau. Damit kann man echt auf Weltreise gehen. Das geht also 14 Jahre alt. Die erste Gepäcktasche, die hängt hier halt so irgendwie baumelt runter, einen Strapp rum. Dann stößt sie hier dran und hat genug Bodenfreiheit. Weil eine normale Ortik, die kommt schnell auf den Boden. Auf die Seite kommt dann die Zeltrolle und Isomatte zusammen da runtergeschnallt und der Schlafsack wird hier dran gebamselt. Also insgesamt ist es da eine ziemliche Kugel. Und was sagst du dazu? Kommst halt richtig vor. Klasse. Klasse, ne? Ist originell. Rost? Keine Reste dabei. Also sagen wir so Stahlnatur, ne? Wenn man nichts tut,